Er ist Kommunikationsexperte und er ist bereit, seine Geheimnisse heute Nachmittag mit uns zu teilen. Dieser Vortrag wird präsentiert von Ambiente. Das ist die größte Konsumgütermesse, die vom 7. bis 11. Februar in Frankfurt stattfinden wird. Und ich habe mir sagen lassen, dass es dort auch einen ganz großen Horeca-Bereich geben wird. Aber jetzt freuen Sie sich auf einen der größten in seiner Branche. Wir sind ganz stolz darauf, dass er heute hier bei der ÖHV in Bregenz ist. Herzlichen Applaus, Frank Asmus. Vielen Dank, das war sehr freundlich, vielen Dank. Ja, wir waren gerade im Mittagessen, die meisten von uns, und vielleicht stehen Sie mal alle auf. Sie wissen ja, Sitzen ist das neue Rauchen, ja, ein bisschen Bewegung ist ganz gut. Können Sie mal die Arme nach vorne machen, vielleicht kennen Sie es auch schon. Ja, einmal die Arme nach vorne, einmal zusammenklatschen und bitte nochmal. Ich komme ja aus dem Theater und jetzt die Daumen nach unten und folgen Sie jetzt genau meiner Bewegung bitte. Und die jetzt die rechte oben haben, bitte die linke, so entstehen Missverständnisse. Dann die linke über die rechte und achten Sie darauf, dass der linke Daumen unten ist. Linke Daumen unten, ja genau, und richtig zusammen. Und jetzt wird es tricky, die Zeigefinger nach vorne. Einmal auf. Und bitte nochmal auf und jetzt ruckartig ausatmen und rumdrehen. Scheiße, was da passiert? Vielen Dank fürs Experiment. Dankeschön. Ja, was ist jetzt da passiert? Wie wir sehen, klare Kommunikation ist nicht so einfach. Schwieriger, als wir denken. Was können wir also tun, damit Kommunikation klarer funktioniert? Ob im Privaten, im Beruflichen, überall. Und der Kommunikationspsychologe aus Hamburg, Schulz von Thun, hat schon vor Jahrzehnten gesagt, der wichtigste Verständlichmacher ist Gliederung. Wir sind nur fähig, als Menschen Dinge wahrzunehmen, wenn sie gut gegliedert sind. Deswegen haben wir in der Zeitung Punkt, Komma, Absatz, alles Mögliche erfunden, Gedankenstrich, was weiß ich. Was ist jetzt aber eine gute Gliederung? Nächste Frage. Und vielleicht ein kleines Experiment dazu nochmal. Könnten Sie netterweise die Zahlen, die ich jetzt sage, mir nachsprechen, so wie in der Kirche? Das müsste ja funktionieren, wir sind ja in einer katholischen Gegend. Ja. Also 120, ich hätte Pfarrer werden sollen, 240, 890, 710, 630, 280. Was ist los? Ja, klare Kommunikation ist nicht so einfach. Und wir Menschen kommen mit der Zahl 3 maximal gut zurecht. Und es ist der Grund, warum der Steve Jobs in seinen wichtigsten Präsentationen immer eine 3-Gliederung hatte oder eine 3 plus 1. Weil hätte ich 3 Zahlen gesagt und was ganz anderes wie vielleicht Erdbeersoße, hätten sie es wahrscheinlich auch geschafft. Das ist der Grund. Aber dieser Grund ist viel tiefer, als wir denken. Ich nehme mal hier die Statis. Das ist viel, viel tiefer, als wir denken. Wir im Theater haben seit Jahrtausenden in der Regel wie viele Akte? 3. Auch Shakespeare hat in der 3-Gliederung gedacht, plus Anfang und Ende wird daraus ein 5-Satz. Im Film haben wir in der Regel wie viele Teile, vor allen Dingen amerikanische Hollywood-Filme, wie viele Teile in sich? Was Sie alles wissen, ja 3. Jeder Star Wars Film
mein Sohn ist gerade 13, der liebt es natürlich, hat in sich eine Dreigliederung. Also, der erste Star Wars Film, der gedreht wurde, Luke auf dem Wüstenplanet. Luke macht sich auf, ein Jedi zu werden. Sie zerstören den Todesstern. Voilà. Und den ersten Shakespeare, den ich inszeniert habe, war Hamlet. Hamlet kommt zurück, Papa tot, Onkel auf dem Thron mit der Mama zusammen. Er geht nach England, hat tiefere spirituelle Erfahrungen. Er kommt zurück, Riesenschlacht, alle tot. Für mich als Regisseur ist das eine Storyline. Und in der strategischen Kommunikation, wenn sie sehr stark ist, haben wir immer eine Storyline. Und in der Regel eine Dreier-Storyline. Wie viele Punkte hat die Storyline von Elon Musk gewöhnlich? 3. Warum stehe ich überhaupt auf der Bühne? Ja, 3, natürlich. Das geht aber nicht nur in diesem Bereich, sondern auch beispielsweise im militärischen Bereich. Ein Befehl der Navy SEALs darf höchstens 3 Aspekte beinhalten. 3. Was weiß ich, hier abseilen auf diesem Gebäude, in den großen Saal kommen, alle mitnehmen oder so. Ja, das kriegen sie vielleicht hin im Stress. Mehr nicht. 3. Und das geht auch in den politischen Bereich. Als der Trump sich zum Wahlkampf gestellt hat, wurde ich hellhörig. Denn seine Storyline bis heute ist, ich baue eine Mauer, Obamacare wird abgeschafft und alles von Obama, ausländische Unternehmen zahlen Strafzölle. Die bösen Deutschen, die bösen Chinesen. Und sein One More Thing ist, ich hole alle Soldaten wieder nach Hause. Das kann er nicht immer ziehen, weil er manchmal auch sich sehr kriegerisch gibt. By the way, wissen Sie noch eine Botschaft von Frau Clinton? Wer kann mir eine Botschaft von Frau Clinton sagen? Sehen Sie, das ist das Problem. Bitte? Irgendwas war da. Genau. Das heißt, wir haben jetzt viel über Digitalisierung gesprochen und wir hatten tolle Digitalisierungsexperten hier. Aus meiner Sicht davor dürfen Sie erstmal erklären, was sind denn überhaupt Ihre Botschaften? Ganz klar. Und wir Menschen sind so gebaut, dass wir Unternehmen, Produkte, Dienstleistungen, sogar Menschen gerne in einem Satz identifizieren wollen. 3 sind uns zu viel. Das heißt, wir brauchen eigentlich über diese 3 Schlüsselbotschaften noch die eine Kernbotschaft. America first. Yes, we can. Think different. Warum ist das so wichtig? Weil wenn Sie eine Kernbotschaft haben für Ihr Unternehmen, dann machen Sie Zuhörer oder Leute, die Sie im Internet sehen, auf Video oder auf der Website oder wo immer, zu Multiplikatoren Ihrer Botschaft. Als zum Beispiel das MacBook Air rauskam, das dünnste Notebook der Welt, das ist kein Riesenclaim, aber es ist sehr klar. Und ich arbeite auch an der Uni in Berlin, an der TU, dann haben die Studierenden unter sich gesagt, du, Apple hat ein neues Produkt. Ja, was? Naja, das dünnste Notebook der Welt. Ah, ja. Das heißt, sie haben plötzlich Hunderttausende, ja gar Millionen Leute im Markt, unbezahlte Sales-Leute, die anderen erklären, was sie für ein neues Produkt haben. Jetzt sind ja viele schon gegangen, viele mussten nach Wien, kamen auch zu mir, ja, noch weitere Rückreise. Vielleicht fragt der eine oder die andere dann sie, wer der Asmus, was hat denn der gesagt? Ja, das ist der Regisseur, der über Kommunikation spricht, weißt du? Und dann ging es um so. Einen Claim, der muss nicht Weltklasse sein. Oder ein ganz anderer, weltberühmter von Steve Jobs war natürlich 1000 Songs in deiner Tasche. Logisch. MP3-Player gab es viele zu der Zeit. Ganz viele. Wir wussten nur nicht, was er damit machen kann. Ja, Mediamarkt, was sind das? Er hat irgendwie so und so viel RAM. Nichts verstanden. 1000 Songs in deiner Tasche. Doppelter Kundennutzen in einem Satz. Weltklasse.
Ja, der erste Verständlichmacher ist also Gliederung. Und ich rate Ihnen zu 3 Key Messages Ihres Unternehmens und einer oben drüber. Funktioniert. Seit Jahrtausenden. Und vielleicht haben Sie auf der Website dann oder in Ihrer Präsentation noch einen Anfang und einen Schluss. Dann sind wir also beim klassischen Fünfsatz der Antike. Und alle großen Speeches übrigens auch, die ich analysiert habe, sind 3 gegliedert plus Anfang und Ende. Es gibt Ausnahmen, aber die ich analysiert habe, sind so. Auch die amerikanischen Top-Speaker, die viel unterwegs sind und auch ihre Speeches ändern, so wie ich heute, die nehmen in der Regel eine Dreigliederung. Also eine glasklare Storyline. Jetzt können wir fragen, warum ist das eigentlich so? Ja, das wissen wir nicht ganz genau. Die Kommunikationspsychologen sagen, wahrscheinlich ist es so, weil wir uns die Welt häufig dreigegliedert erschließen. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Oder die Raumbeschreibung hier, 3 Achsen, plus one more thing wäre die Zeit. Wir schließen uns häufig die Welt durch 3 Gliederungen. Auch wenn Sie in ein Meeting gehen und Sie sind sehr klar unterwegs, dann beginnen Sie irgendwie, worum es heute geht, dann steigen Sie ein, in der Regel mit einer Versachlichung. Worum geht es euch? Welche neuen Zahlen haben wir? Eine Einfühlungsphase, was denkst du, was denkst du? Und eine Lösungsphase, was bauen wir draus? Und eine Sicherungsphase, so machen wir es, treffen wir uns wieder nächste Woche. Das heißt, wir verhalten uns häufig in der Dreigliederung. Für wie viele ist es gerade nachvollziehbar? Vielen Dank. Okay. Ja, das heißt, für den Steve Jobs war glasklar, es geht immer um die Qualität der Produkte und Dienstleistungen, insbesondere der Innovation. Und auf der anderen Seite geht es eben um die gelungene Kommunikation der Produkte und Dienstleistungen. Denn eine nicht erfolgreich kommunizierte Qualität ist keine Qualität oder wird als Qualität nicht wahrgenommen. Ganz einfach. Und wer gestern vielleicht auch da war, wo es um Sprache ging in den Vorträgen, das ist nicht so, dass wir, ich frage mal so rum, wer macht unsere Gefühle? Wer macht unsere Gefühle? Ich komme mal runter, kommen Sie hier mal ein bisschen minder. Wer macht unsere Gefühle? Hat ihr eine Idee? Das Hirn, der Bauch, also Sie selber. Ja, wir machen unsere Gefühle. Und wodurch machen wir unsere Gefühle? Durch Sprache machen wir unsere Gefühle, indem wir einen Trigger von außen bewerten durch Sprache. Also wie viele von Ihnen glauben, dass die Qualität Ihrer Kommunikation für Ihren beruflichen Erfolg wichtig ist? Vielen Dank. Und wie viele von Ihnen glauben, dass die Qualität Ihrer Kommunikation mit sich selbst, das, was wir Denken nennen, für Ihr Glück im Leben sehr wichtig ist? Ja, wir sprechen mit uns. Sprache schafft Realität. Das heißt also, diese 3 Botschaften und vielleicht auch die Kernbotschaft oben drüber sollten vielleicht Ihre Kunden auch triggern. Nur dann sind es Key Messages. Und der nächste Verständlichmacher nach Schulz von Thun ist Einfachheit. Wir alle in der Regel sind viel zu komplex. Und der nächste Verständlichmacher nach Schulz von Thun ist Kürze. Ich habe zum Beispiel noch nie eine zu kurze Präsentation gesehen. Den Rest können Sie sich denken. Also vielleicht beim nächsten Kongress 10 Minuten Präsentation, würden auch funktionieren. Vielleicht noch irgendwie interessanter, ich weiß es nicht. Ja. Kürze. Was heißt es für die Botschaft? Da sagen uns die Kommunikationspsychologen, ja, das entspricht ungefähr 5 Worten oder weniger. 5 Worte oder weniger für Ihre Botschaften. Ich baue eine Mauer, im Deutschen wie im Amerikanischen, 4
Worte. Obamacare wird abgeschafft, im Deutschen wie im Englischen 4 Worte. Ausländische Unternehmen zahlen Strafzölle, 4 Worte. Ist ihm das passiert? Nee, ist ihm nicht passiert. Insbesondere Populisten kümmern sich da sehr drum. Und America First sind 2 Worte. Also aus der strategischen Kommunikation gedacht, ist es leider Weltklasse. Das ist Weltklasse. Ja, und wie eben auch bei Steve Jobs oder auch bei Mark Benioff oder auch bei Elon Musk. Ja, also mein erster Punkt ist also, in der Dramaturgie, wie wir im Theater beim Film sagen, geht es eindeutig um Klarheit. 2017 hat mich ein Automobilkonzern angerufen und hat gesagt, Herr Asmus, wir haben eine neue Strategie. Könnten Sie bitte mal kommen in unser Entwicklungszentrum? Wir wollen diese Strategie an unsere 14.000 Führungspersonen weltweit kommunizieren und auch an die Weltöffentlichkeit. Und dann bin ich da hingefahren, Januar, Nieselregen, keine schöne Stimmung, ich komme da rein. Auch die obersten Führungspersonen waren irgendwie nicht gut gelaunt. Und dann sah ich diese Präsentation zum ersten Mal, die sieht man ja erst dann vor Ort. Die wird mir natürlich nicht zugeschickt. Und die hatten also 24 Handlungsfelder analysiert, wo sie tätig werden müssen. Und die Unternehmenskommunikation hat jedem Feld eine Botschaft verpasst. Und das wollten sie jetzt präsentieren. Wie viele von Ihnen glauben, dass das nicht funktioniert? Vielen Dank. Ja, das wird nicht funktionieren. Da greift sich jeder raus, was er brauchen kann. Keiner weiß genau, wo es lang geht. Und die Vorstände auf der Bühne wissen auch nicht, was sie eigentlich zu erzählen haben. Das funktioniert nicht. Das ist keine klare Storyline. Dann habe ich ihm gesagt, das funktioniert nicht und habe alles begründet, wie jetzt gerade auch. Dann haben wir sich darauf eingelassen. Und unter einer Stunde hatten wir dann Elektromobilität, autonomes Fahren, digitale Prozesse und Services. And one more thing, Share Economy wird immer wichtiger. Wir machen einen Versuch. Was war das Erste? Elektromobilität. Das Zweite? Autonomes Fahren. Das Dritte? Und das Vierte? Share. Hammer! Sehen Sie, einmal gehört. Und in dieser großen Keynote, die ja das Zentrum der strategischen Kommunikation ist, da wird es vielleicht 8 oder 10 Mal gesagt. Und dann weiß auch der Entwickler oder die Entwicklerin, die am Getriebe arbeiten in Mexiko, worum es geht die nächsten Jahre. Ich rate Ihnen, in Ihrer strategischen Kommunikation glasklar zu sein. Und natürlich macht das Arbeit. Hochbezahlte Vorstände eine Stunde, das ist viel, viel Geld. Aber diese 24 Botschaften hätten eben nicht funktioniert. Also, Klarheit macht verdammt viel Arbeit. Das ist ein Foto von Apple, das darf ich Ihnen zeigen. Da war man noch nicht ganz klar, aber wir waren auf dem Weg dahin. Schon eine Weile her, viele Jahre her sogar. Klarheit macht verdammt viel Arbeit. Wer von denen hat halt keine Goldmedaille im Rudern? Was ist da los? Klarheit macht nicht nur verdammt viel Arbeit, sondern Klarheit ist auch immer Selbstklärung. Das heißt, wenn ich mit den Goldmedaillengewinner arbeite für eine Speech, dann ergründen wir ihre Vergangenheit. Dann merken sie, ach ja, ich hatte ja diesen Mentor, der war ja wahnsinnig für mich wichtig, ich musste mal wieder anrufen. Also sie fangen plötzlich zu verstehen, wie sie zu ihrer Goldmedaille gekommen sind. Und das ist meine zweite Botschaft. Klare Kommunikation ist immer Selbstklärung. Können Sie gerne aufschreiben, denn ich habe noch niemals Klarheit vorgefunden. Noch nie. Klare Kommunikation ist immer Selbstklärung. Ja, vor allen Dingen auch Klarheit überzeugt. Das war der größte Pitch, bei dem ich beteiligt war, im China Club in Berlin, vielleicht der exklusivste Club, den wir haben in der Wirtschaft. Und da haben wir einen Pitch vorbereitet von einem Immobilienmakler. Das war über 1 Milliarde.
Und die haben mir gesagt, wir haben keine bessere Idee als die anderen. Wir haben keine bessere Idee. Aber wir haben halt sehr stark daran gearbeitet, zu klären. Und dann haben sie den Pitch gewonnen. Klarheit überzeugt. Ja, also meine erste Botschaft, strategische Kommunikation ist dann stark, wenn sie klar ist. Mein zweiter Punkt. Im Theater wie beim Film haben wir also die möglichst glasklare Storyline, die klare Dramaturgie. Wir haben aber auch natürlich die Inszenierung. Worum geht es bei der Inszenierung? Also jetzt ging es 2 Tage um Inszenierung. Und ich finde, in Ihrer Branche machen Sie vieles richtig. Klar. Es geht ums Bühnenbild, es geht um Kostüme, es geht um alles Mögliche, es geht um Service. Das ist mein Feld als Regisseur. Als Regisseur beginne ich aber mit einer anderen Frage. Ich stelle nämlich die Frage nach dem Publikum. Wo inszeniere ich Medea? Hier oder in New York? Das ist ein anderes Publikum. Oder in Südafrika. Und wenn ich auf die Webseiten schaue der Hotels, habe ich den Eindruck, dass sich Hotels sehr stark bemühen zu verstehen, was will der Kunde? Und ich finde diese Frage extrem wichtig. Aus meiner Sicht gibt es aber eine noch wichtigere Frage. Nicht, was will der Kunde, sondern was braucht der Kunde? Was meine ich damit? Wir tun alles, wir Menschen, um unerfüllte Bedürfnisse zu befriedigen. Und wir tun zum Teil auch ganz merkwürdige Dinge. Rauchen zum Beispiel. Ich weiß gerade draußen, da standen die Techniker und haben geraucht. Warum rauchen wir? Geselligkeit, Bedeutsamkeit, so haben wir vielleicht angefangen. Entspannung, also Sicherheit. Und deswegen ist es auch so schwer, damit aufzuhören. Weil es nicht ums Rauchen geht, sondern es geht um Grundbedürfnisse. Das ist auch bei Ernährung so. Wenn ich zu viel esse, fühle ich mich vielleicht unsicher. Es geht um Grundbedürfnisse. Und es gibt keine wissenschaftliche Übereinkunft, was eigentlich Grundbedürfnisse sind. Aber ich fahre seit über 10 Jahren mit einem Konzept aus den USA ganz gut. Und das möchte ich mit Ihnen jetzt heute teilen. Welche Grundbedürfnisse fallen Ihnen ein? Genau, das wären also Existenzbedürfnisse und jetzt emotionale Grundbedürfnisse. Sicherheit, habe ich gehört, natürlich. Wir wollen sicher sein. Fast alle Menschen haben Angst. Wir haben alle Angst. Hier jetzt vielleicht gerade nicht. Wir sorgen für Sicherheit. Und wenn ich zum Beispiel mir fast jeden Tag in einem Hotel, in einem anderen Hotel, da ist es mir extrem wichtig, wenn ich abends komme, dass alles geregelt ist, dass die mich sagen, hallo Herr Asmus und so, weil für den Ablauf ist es ungeheuer wichtig. Ich suche da Sicherheit. Ganz klar. Wir sind jetzt, glaube ich, hier alle sicher. Oder? Wahrscheinlich. Und ein polares Bedürfnis ist Abwechslung. Also, damit es nicht langweilig wird in der Welt, zum Beispiel jemand hier aus Bregenz, aufgewachsen im reichen Elternhaus, direkt am See, Villa, sagt dann mit 19, Mama, ich tramp jetzt durch Südamerika. Und dann sagt die Mama, oh nee, Abwechslung. Wie viele von Ihnen lieben Überraschungen? Bullshit, Sie lieben nur die Überraschung, die Sie lieben, die anderen nennen Sie Probleme. Ja, die Psychologen sagen, dass diese Grundbedürfnisse alle in uns drin sind, nur in einer verschiedenen Reihenfolge, je nach Lebenssituation oder Persönlichkeit. Man sieht den Menschen an, welches Grundbedürfnis, oder häufig sieht man es ihnen an, sie auf der 1 oder 2 haben.
die steuern uns vor allen Dingen im Augenblick. Das nächste Grundbedürfnis ist Zugehörigkeit oder Gemeinschaft, kann man es nennen. Wertschätzung ist ein Grundbedürfnis. Und da jetzt hier Führungspersonen sind, deswegen ist auch nichts demotiviert mehr als die soziale Inkompetenz eines direkten Vorgesetzten. Soll ich ihn wiederholen? Nichts demotiviert mehr als die soziale Inkompetenz eines direkten Vorgesetzten. Also in Zeit von, wir haben zu wenige Leute, vor allen Dingen zu wenig gute Leute, müssen wir natürlich uns um die Leute bemühen, klar. Aber es ist genauso wichtig, sie nicht zu demotivieren. Zugehörigkeit ist ein ganz wichtiges Grundbedürfnis. Wer braucht Zugehörigkeit? Alle, ja, vielen Dank, alle brauchen das. Wie viele von Ihnen haben Kinder in der Pubertät? Ah doch, okay, ich auch. Wenn die klein sind, dann geht es um Gemeinschaft und Zugehörigkeit. Gibt natürlich auch Ausnahmen. Und wenn sie ein bisschen größer werden, dann wollen sie ihr eigenes Ich entdecken, right? Also ihre Individualität. Dann sagen sie, Papa, lass mich in Ruhe. Du hast ja, glaube ich, auch einen in dem Alter, ne? Ja, siehst du? Ja, genau. Das heißt, irgendwann geht es dann auch um Individualität oder Eigenständigkeit. Man kann das auch Bedeutsamkeit nennen. Und Sie können jetzt mal überprüfen, die Gäste, die Sie haben, wer da eher Richtung Bedeutsamkeit unterwegs ist, wer Richtung Sicherheit. Ehrlich gesagt, tut mir das auch gut, wenn ich nach einer langen Reise, langen Flug, wenn er jetzt auch 55 ist, auch ein bisschen anstrengend dann, und dann werde ich so gepimpert, wenn ich irgendwo hinkomme. Hallo, Herr Asmus. Ich denke, ja, hallo, finde ich schon mal besser. Bedeutsamkeit. Ein nächstes Grundbedürfnis ist Wachstum. In 3 Wochen gehe ich wieder Skifahren und da ich hier in Konstanz groß geworden bin, kann ich das relativ gut. Und suche immer auch Hotels oder Skigebiete, wo ich so ein bisschen herausgefordert werde. Also auch das kann man adressieren in der strategischen Kommunikation. Übrigens nicht nur für Leute, die gut Skifahren, sondern auch für Aufsteiger. Bei uns können sie wieder mehr dazulernen. Oder für Anfänger. Ideal, bei uns kann man sehr schnell, wegen den Hängen, also auch dieses Grundbedürfnis kann man adressieren. Steve Jobs hat dieses Unternehmen Apple aufgebaut, vor allen Dingen auf welchem Grundbedürfnis? Bedeutsamkeit. Bedeutsamkeit, Eigenständigkeit, Individualität. Think different. Und als es dann cool wurde, dann kam eben auch Zugehörigkeit. Dann kam auch der Claim, entweder man hat ein iPhone oder man hat kein iPhone. Merken Sie? Das geht voll auf ein Grundbedürfnis. Nicht irgendwelche Slogans, nein, Grundbedürfnisse, bumm. Wachstum macht glücklich. Wachstum macht glücklich, auch wenn es nur eine kleine Entwicklung ist. Wachstum macht uns glücklich. Wachstum macht lebendig. Und warum sind Sie jetzt die 2 Tage hier? Wegen welchen Grundbedürfnissen? Werfen Sie mal rein. Zugehörigkeit, was noch? Wachstum. Sie wollen sich weiterentwickeln. Right? Sie nicken, ja. Ja, natürlich. Auch die jungen Mädchen aus der Schule da oben. Ihr seid, ja, ihr wollt euch weiterentwickeln, oder? Ja, sagt sie. Ja, natürlich. Manche sind vielleicht von Ihnen auch da wegen Sicherheit. Könnte auch sein. Und es gibt noch ein polares Grundbedürfnis, was aus dem Wachstum heraus wachsen kann, nämlich Beitrag leisten. Wie gesagt, ich bin jetzt 55, für mich wird das immer wichtiger. Ich bin heute hier auch, um Beitrag zu leisten. Bin heute Ihr Diener. Ja, das ist meine Mission heute. Beitrag leisten. Und ich glaube, in der Hotellerie wird Beitrag leisten noch extrem unterschätzt. Denn ich lebe jetzt in Berlin. Ich habe vorher schon gehört, warum machst du sowas? Du kommst doch aus Konstanz. Ja, ich lebe jetzt in Berlin. Schon lange, seit 93. Und ich höre gerade in meinem Bekanntenkreis so viele Leute, die sagen,
wir können nicht mehr weit fliegen. Climate Change. Wir können nicht zum Skiurlaub fliegen, wir können nicht nach Fuerteventura fliegen, weil ein Flug nach Fuerteventura entspricht ungefähr ein Jahr SUV fahren, ein ganzes Jahr. CO2. Was können wir denn jetzt machen? Und es ist nicht so einfach, weil Berlin liegt in Wahrheit kurz vor der russischen Steppe. Ja, also es ist echt weit. Ja. Das heißt, in meinem Bekanntenkreis ist es im Augenblick fast jeder, und darunter sind sehr wohlhabende Leute, die nachhaltigen Urlaub sich wünschen. Und ich bin mir sicher, so wie ich hier stehe, Sie werden davon, wenn Sie es gut anstellen, extrem profitieren. Dann steigen Sie nämlich hier in die SUV und fahren nach Österreich im Sommer, wo die Auslastung vielleicht nicht ganz so gut ist. Wenn Sie es denn wollen, wenn Sie nicht eh schon genügend Deutsche haben in Ihrem Hotel. Ja. Also, Beitrag leisten ist aus meiner Sicht ein Zukunftsfeld für Hoteliers. Eindeutig. Insbesondere auch in Österreich. Ja, also, für wen spiele ich mein Stück? Die andere wichtige Frage, die dann aufpoppt bei einem Regisseur oder einer Regisseurin ist, und mit wem? Wenn ich am Burgtheater mir jemand sagen würde, der Intendant oder Intendantin, hier fragen, kannst Hamlet spielen, dann würde ich sagen, mit wem? Mit Karl Merkatz oder Hans-Christian Rudolf? Ja, keine Ahnung. Und das ist in der strategischen Kommunikation aus meiner Sicht auch noch nicht richtig angekommen. Das Beste, was Sie tun können, ist, sich selbst zu besetzen. Warum? Wie geht überzeugen? Wie kann man Menschen überzeugen? Haben Sie eine Idee? Wie kann man Menschen überzeugen? Bitte? Vorleben, nicht schlecht. Ja, natürlich. Wir denken immer Zahlen, Daten, Fakten und Beispiele und so weiter. Das ist natürlich wichtig im Überzeugungsprozess, aber wenn man sie nicht kennt, geht Überzeugen immer über Identifikation. Können Sie gerne niederschreiben. Unglaublich wichtig, denn Identifikation mit meinen Grundbedürfnissen und Identifikation mit Personen. Und das ist der Grund, weil Menschen folgen Menschen, und das ist der Grund, warum der Steve Jobs auf die Bühne ging. Nichts anderes. Können Sie sich diesen Apple-Entwicklung ab 98 ohne ihn vorstellen? Nein. Können Sie sich Tesla vorstellen ohne Elon Musk? Nein. Also wenn man sie sieht, vielleicht auch nur kurz, 30 Sekunden, 25 Sekunden, sie erzählen irgendwas, auf der Website, im Video, fördert das Identifikation. Und wenn Sie sagen, nee, ich möchte nicht, dann vielleicht jemand anders aus dem Unternehmen. Menschen folgen Menschen. Nicht Zahlen, Daten, Fakten. Deswegen kann der Trump auch so viel Müll erzählen. Wir denken so, der erzählt nur Müll. Der kann sogar lügen. Nee, aber weil der hat recht, das ist mein Typ. Scheißegal, was er sagt. Identifikation. Und wenn er irgendwo hingeht, du hast ja lange in den USA gelebt oder sogar groß geworden, glaube ich, ne? Ja. Wenn er Detroit zum Beispiel bei seiner Rede, da geht er raus und beginnt nicht mit Zahlen, sondern erzählt eine Geschichte, wie hier als junger Mensch war, und Detroit war eine super coole Stadt. Und Detroit ist so den Bach runtergegangen. Das ist eine Schweinerei. Und dann sagen alle Wutbürger, ja! Das ist Identifikation. Das geht vor allen Dingen über Menschen und über Geschichten. Nichts anderes. Warum ist das so? Die Zahl steht da. Ich arbeite heute sehr viel über Botschaften. Normalerweise als Speaker erzähle ich aber mehr Geschichten. Weil, wenn ich eine Geschichte gut erzähle, kommen sie in meinen Kopf. Und wenn sie in meinem Kopf sind, gibt es keine Mauer mehr zwischen ihnen und mir. Und das ist Identifikation. Das können Sie nutzen für Social Media, aber ich rate Ihnen auch, das mehr in den Blick zu nehmen.
Für wie viele war das jetzt interessant? Mal sehen? Ja, vielen Dank. Okay, sehr gut. Ja, hier ist ein Zitat. Public Speaking ist vielleicht die wichtigste Fähigkeit, die Sie heute erwerben können, um sich erfolgreich aus der Masse herauszuheben. Von wem ist es? Ah ja, von mir, ja. Ja, natürlich! Es geht einerseits um die Digitalisierung, Performance Marketing, Social Media, alles. Sie können heute so fein targetieren, das war früher nicht möglich. Und andererseits geht es um Ihre Präsenz. Die muss nicht live sein, hier kann aber auch. Die kann aber auch sein in Form eines Buches oder eines Videos. Ich bin da zutiefst von überzeugt. Je digitalisierter wir werden, desto wichtiger werden die Menschen wieder, wie man sieht. Eindeutig so. Ja, also mein zweiter Punkt zur Inszenierung ist es also heute nicht Bühnenbild und das alles und Raum und so weiter, sondern Identifikation durch Grundbedürfnisse und durch Menschen aus Ihrem Unternehmen. Kommen wir zu meinem dritten Punkt. Dem Auftritt. Also dann im Video, hier auf der Bühne, im Buch. Was ist da wichtig beim Auftritt? Und dann nehmen Sie jetzt mal mit nach Berlin. Viele wissen nicht, dass nach dem Krieg, auch viele Deutsche wissen das nicht, nach dem Krieg die meisten Unternehmen, die großen Unternehmen, Berlin verlassen haben. Die großen Konzerne gingen nach, zum Beispiel wie die Allianz oder wie Siemens, ein Ur-Berliner Unternehmen, nach München. Die Großbanken gingen nach Frankfurt, die Energieversorger nach Nordrhein-Westfalen. Es ist also einzigartig in der Welt, dass wir eine Hauptstadt haben, die total arm ist. Das heißt, Deutschland, der Rest von Deutschland ist wesentlich reicher, alles zusammengenommen, als die Hauptstadt. Das ist ja normalerweise nicht so. Paris, natürlich sehr vital, London und so weiter. Und in diese Leerstelle sind Start-ups gestoßen. Denn den Entwickler in Berlin, denen gefällt es da gut. Ja. Berlin eine coole Stadt für Künstler und junge Leute. Und es gibt Raum, wird es immer weniger natürlich auch. Aber sie ist immer noch spottbillig gegenüber München oder Wien. Und alle 14 Stunden im Augenblick entsteht in Berlin ein neues Start-up. Alle 14 Stunden. Und vielleicht werden diese Start-ups für Deutschland irgendwann extrem wichtig. Das könnte sein. Und ich habe hier mal ein Foto, das ist bei Zalando. Ich weiß noch, der Robert Genz, den ich auch coachen durfte, hat die noch selber die Schuhe über die Torstraße getragen zur Postfiliale. Heute hat er 16.500 Mitarbeiter und gerade über 3 Jahre 170 Millionen Ausschüttung. Also er ist gerade sehr viel Vitalität. Und ich zeige Ihnen das Bild deshalb, weil diese Start-ups, die sehr groß wurden, mit denen ich arbeiten durfte, hatten alle eine Vision und haben diese Vision auch kommuniziert. Denn falls Sie eine Vision haben und Sie kommunizieren diese Vision, ziehen Sie genau die Leute an, diese Leistungsträger, die darauf Bock haben. Man könnte also auch die Vision kommunizieren auf der Website oder wo immer. Aber es gibt noch was viel Wichtigeres, was als Magnet funktioniert, nämlich die Mission. Hier bin ich bei Julia Bösch, Outfitterie, kommt auch vom Bodensee, auch sehr groß geworden, 14 Länder. Die Startups haben alle eine Mission. Was ist der Unterschied zwischen Vision und Mission? Haben Sie eine Idee? Einfach reinrufen, bitte. Bitte? Sorry? Die Umsetzung? Ja, schauen Sie mal mich an hier. Die Vision ist das, was ich sehen kann. Elon Musk will auf dem Mars, kann er sehen. Die Mission ist das, was mein Herz berührt. Bahnhofsmission zum Beispiel. Ich habe hier mal eine Mission mitgebracht. Die Beschleunigung des Übergangs zu nachhaltiger Energie. Wessen Mission ist das? Weiß keiner.
Seit der Gründung dieses Unternehmens 2003 ist es die kommunizierte Mission in den USA. Das ist von Tesla. Hups, Tesla ist gar kein Autobauer, wie BMW und Daimler immer dachten. Nein, es ist kein Autobauer. Und Tesla hat wegen dieser Mission Weltklasse-Entwickler, die Apple gerne hätte, aber die sagen, nee, ich gehe zu Tesla, weil ich die Welt retten will. Also sie bekommen vor allen Dingen junge Leute, Generation Y natürlich, aber auch ältere, aber auch die richtigen Mitarbeiter, die richtig anpassen, wenn sie eine klare Mission haben. Und meine Erfahrung ist, dass jedes Unternehmen eine Mission hat. Sie wissen es nur nicht. Könnte man mal hinterfragen, wofür sind wir angetreten? Jeder hat eine Mission. Ich habe auch eine Mission. Sage ich normalerweise öffentlich nicht, aber wenn ich mit dem Vorstand arbeite, natürlich geht es darum, dass er eine richtig tolle strategische Kommunikation auf die Bühne stellt. Klar! Aber in der Tiefe geht es mir darum, ihn zu inspirieren und zu unterstützen für ein besseres Leben. Das sage ich ihm natürlich nicht. Aber diese Mission, wenn ich am Morgen im Hotel bin, denke, jetzt gehe ich da hin, gebe alles, Hingabe und vielleicht versteht er noch mehr, wie wir gebaut sind. Wir machen die Gefühle selber, ja, und solche Geschichten. Und plötzlich geht er auf, weil ich weiß, wenn er menschlich sie wirklich aufmacht, wird auch die ganze Performance wesentlich besser. Also was ist Ihre Mission? Und zum Beispiel Gedankentanken. Wie viele von Ihnen kennen Gedankentanken? Ah, okay, das ist eine Plattform. Die sind auch 80 Leute. Die haben in den letzten 3 Monaten 4.000 Bewerbungen bekommen. Das ist kein Witz. Seit sie eine Purpose, also eine Mission haben und Werte. Denn in diesen Startups, hier bin ich bei Tourlane, geht es auch immer um Werte. Was sind Werte? Werte steuern uns. Wenn die zum Beispiel wütend sind, sind sie wütend, weil jemand gegen ihre Regel verstoßen hat. Also wenn sie weniger wütend sein wollen im Leben, können sie fragen, habe ich den vielleicht überhaupt gar nicht von meiner Regel informiert? Wäre ja denkbar. Wenn sie Schuldgefühle haben, was ist das? Da verstoßen sie gegen ihre eigenen Werte. Also Werte steuern uns. Und wenn Sie Werte formulieren für ein Unternehmen, dann steuert das die Mitarbeiter. Werte sind die täglichen Leitplanken des Tuns. Zum Beispiel hier von Salesforce, Mark Benioff, wahnsinnig hochgeschossen in den letzten 20 Jahren. Der erste Wert, den er hat, weißt du es? Trust, Vertrauen, ist der erste Wert. Das zieht Menschen an. Und Sales-Leute arbeiten anders, wenn es nicht darum geht, maximal zu verkaufen, sondern es kommt der zweite Wert, Customer Success zu versuchen. Es geht also darum, dass der Kunde sich weiterentwickelt. Und der dritte Wert erst ist Innovation. Also ein Unternehmen, was vor 20 Jahren aus der Cloud Software für uns zur Verfügung gestellt hat. Vor 20 Jahren, die meisten hier wussten wir gar nicht, was vor 20 Jahren eine Cloud ist. Hat Innovation nicht auf 1, nicht auf 2, sondern auf 3. Und Sie wissen jetzt auch, warum er 3 Werte hat. Wie viele von Ihnen können sich jetzt denken, warum er 3 hat? Danke, Herr. Bei einem anderen Automobilkonzern, wo ich mal angerufen wurde, wo ich gesagt habe, Herr Asmus, wir brauchen mal jemanden, der keine Angst vor Vorständen hat. Wir haben ein Problem mit Wertschätzung. Dann kam ich in das Unternehmen rein, in Norddeutschland, und da standen 10 Werte drauf und das erste war Wertschätzung. Das sind so viele 10, das funktioniert nicht. Das ist vielleicht auch ein bisschen wie in der Kirche. Denn Dreifaltigkeit kriegen Sie wahrscheinlich noch zusammen, aber wer von Ihnen kriegt die 10 Gebote zusammen? Ein Problem. Da muss man echt schon viel in die Kirche gegangen sein, um 10 Gebote sich zu merken. Das heißt, für Unternehmen wäre es einfach toll, wenn sie Werte hätten, als tägliche Leitplanken für ihre Mitarbeiter und für sich selbst. 3, vielleicht 3+1, denn jetzt haben die auch noch dazu genommen, Salesforce Equality. Also
Gleichheit sozusagen. Ja? 3+1. Und diese Werte ziehen wiederum die richtigen Leute für ihr Unternehmen an. Denken Sie an Gedankentanken. 4.000 Bewerbungen in 3 Monaten. Das heißt also, Werte steuern, Werte ziehen Menschen an, ob es Mitarbeiter sind oder auch Kunden. Denken Sie nochmal an Nachhaltigkeit. Ja, was macht also sehr erfolgreiche strategische Kommunikation aus meiner Sicht aus? Das erste ist eine glasklare Dramaturgie. Welche zentrale Botschaft haben Sie? Welche Key Messages? Im Theater nennen wir das auch Logos. Inszenieren Sie bewusst, das machen Sie auch. Aber denken Sie vielleicht noch an Grundbedürfnisse und welche Akteure stelle ich ins Spiel? Denn es geht um Gefühle, also Pathos. Wir kaufen kein Hotelzimmer oder mieten uns das. Wir kaufen Gefühle. Das ist ein Satz von Steve Jobs. Wir kaufen Gefühle. Welchen BMW fahre, habe ich mir ein Gefühl gekauft. Ein Daimler habe ich mir ein anderes Gefühl gekauft. BMW, Freude am Fahren. Ja. Daimler, das Beste oder nichts. Bedeutsamkeit. Wir kaufen Gefühle. Deswegen geht es um Gefühle. Und das Dritte ist, es geht um einen authentischen Auftritt. Das heißt, ich will Menschen sehen, die für etwas stehen. Also Ethos. Der Trump steht für was. Bei der Clinton weiß man nicht ganz genau für was. Obama stand für was. Wofür stehen Sie? Und wenn Sie jetzt da drauf schauen, vielleicht entdecken Sie schon von mir immer wieder auch geteasert, was dahinter steckt. Es geht also um Dramaturgie, Inszenierung und einen persönlichen Auftritt. Und das ist der Grund, warum der Steve Jobs das zusammengefasst hat mit Marketing ist Theater. Vielen Dank.